versucht schön zu bauen. Genau. So, viel Das toller. heißt, Boah. versucht. Auch nichts. Nö, gar nicht. So, und bis wir alle ausgerüstet haben, müssen wir noch theoretisch pro Person zwei Enderdrachen töten. Dann hätten wir alle mit demselben Stand. Okay. Daniel! Mach doch mal. Nein. Ha, was Gott. hältst du davon, wenn wir das Ding Hilfe! als Wartungs... Hier ist gerade ein anderer Typ drin gespawnt. Hi. Und er leuchtet. Das ist geil. So, Ah, wir herrlich. brauchen jetzt zwei Ender-Chests. Die eine Ender-Chest muss Soul Sand bekommen. Und die andere muss. Boah, der hat doch einen Arsch offen. Entschuldigung, nicht du. Ich meinte hier gerade den Mod-Entwickler. Boah, leck mich doch am Arsch. Ich hab's nicht laut gesagt, nein. Oder? Nein. Nee, wir haben nur so Nee, Beweise gegeben, aber wir sonst ist konnten es alles uns okay. nur denken, aber. Scheiße. Ja, verdammt. Ender Chest. Grummel. Ja. So, also wir haben jetzt unseren ersten Teil unseres Zoos. In dem Gehege sind mehr Zombies drin, als ich dachte. Aber ich finde es lustig, wenn der da leuchtet. So, Ender Chest. Eins, zwei, drei, vier. So, und Können wir zwar. dem auch noch einen Nametag geben? Haben wir schon Können wir auch noch irgendwelche machen, ja. Farben in Verwendung? Für Ender Chests? Hallo? Nein? Mehrere. Weiß, weiß, weiß ist im Angebot. Grün, grün, grün ist im Angebot. Dann habe ich Lime, Lime, Lime noch im Angebot gehabt. Also das kann momentan in die falsche Richtung laufen, aber ansonsten ist, glaube ich. Olli, du hast noch was für dein Holz genommen? Grün, grün, grün. Ja gut, Okay, also rot gut, hat noch dann. niemand. Dann bin ich jetzt Nein, rot. dann nimm rot. Gut. Nimm rot. So. Und zwar einmal rot Mitte, einmal rot links, was im Prinzip einmal für Soul Sand und einmal für die Block-Dingens da ist. Wie heißen sie denn? Hattest du alle Netherstars, die du in der Tasche hast, ins System geworfen? Ja. Das sind bloß noch 10 Stück da. Ja. Ich habe ja auch noch nicht Egal. so viele getötet. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen noch ein paar töten. Ja, aber Töten! kommt ja gleich. Ja! So. Killen! Und wir haben einen Roboter, der Dog heißt. Machen wir Wuff. vier, vier. So, den werden wir hier hinstellen. Hallo Dog. Und wie man sieht, er hat schleppt sein Inventar mit rum. So, und der wird Sehr jetzt. schön. Achtung, alle Mann an den Himmel gucken. Schon Moment. wieder. Los geht's. Der Mond sieht heute komisch aus. Der Mond ist aufgegangen. Der Mond wird gleich untergehen. Vergehen. So. Ach, das macht schon Spaß irgendwie. Ja, Das ist ne? Und vor allem der so, Sound wer hat dazu so jetzt passend mein rein. Energy Acceptor, Power Acceptor geschluckt? Wahrscheinlich mal wieder der böse Daniel. Nee, der Butze war es. Der Biber Butze, Was? Ich Mann. Geht um habe das Haus herum. Okay. einen Power-Converter. Ja. Ja, und dann hätte ich hier noch so ein HV-Wire-Ding. Ja, nehme ich auch. Und jetzt könntest du mal dieses Zeug endlich nehmen. Nein, weil du. Hallo, das sieht echt nach irgendeinem Magnet aus von. Der momentan habe ich den Magnet tatsächlich wieder drin. Aha, da Ja, haben wir es wieder. jetzt gerade schon. Vorhin nicht. Moment, Okay. wieso hast du jetzt auf einmal zwei Von was? Power Converter? Wie zwei? Ich habe jetzt Ah. hier zwei. Du hast mir zwei gegeben. Ich hab zwei rausgelegt. Ich hatte ursprünglich einen. Wenn der Magnet einen wieder angezogen hat, habe ich dir den zum zweiten Mal rausgeschoben, ja. Sehr gut. Also hast du gedupt. Moment, du hast mir dafür kein HV-Wire-Connector gegeben, oder? Doch, das habe ich dir auch zweimal zugeworfen. Cool, weil da habe ich kein Mal. Ja, hilft. Hä? Wie auch Ach so, immer. das da. Das da, ja, das kann ich dir zuweisen. Auch zweimal. Ach Ja, so, da waren hä? sie auch, verdammt. Du Duper.
Warum? Gut. Das ist. Wo ist er jetzt? Du hast mir nicht gesagt. Er ist schon wieder bei mir. Ich habe den Ring nicht an. Hast du aber er kommt das zu mir. Ding von NEI an? Nein, ist aus. Off. Lock dich mal ein und wieder aus. Pass auf. Disconnect. Ich hab sie. Die zwei. Charge Hotbar. Charge naja, Armor. Sagen wir mal so, wir haben die neue Methode. Wir müssen einfach die Sachen auf den Boden werfen, können die Ringe anlassen, indem wir uns danach schnell ausloggen. Das funktioniert. Ist auch in der Praxis sehr schnell gut anwendbar. Ist keine Methode. So, und das Ding kriegt jetzt hier immer Strom, wenn es hier vorbeikommt. Das ist doch schön, finde ich. Wenn es vorbeikommt, okay. Ja, wenn der Roboter hier sagt, so schön hier, ich will hier mal wieder vorbei, dann kriegt er Strom. Also immer, wenn er wieder einmal zurückkommt. Und ich werde das so machen, dass er jetzt einmal hingeht, das Ding aufbaut, zurückkommt, neue Sachen nimmt, wieder hingeht. Ich hoffe, dass sich das ungefähr zeitlich ausgeht, um das mit Ganze... Mit dem Töten. Mit dem Töten, genau. Okay. Weil der Roboter ja nicht der schnellste ist, dementsprechend. So, also, was wir noch brauchen, ist eine Floppy Disk. Und zwar die mit OpenOS. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die im System haben. Die kann man aber relativ einfach craften, glaube ich. Ja, ich weiß. Ich bin gerade blind. Ah, da ist es. Da ist das Ding. Floppy. Nicht das Glas kaputt machen. Ich habe nichts kaputt gemacht. Oben wäre offen gewesen, Olli. Oh. Okay. Jetzt sind sie rausgelaufen. Verdammt. Hallo. Bring sie wieder rein. Leck. Wir haben ja schon wieder kein Paper. Wir brauchen Papier. Nein, jetzt brennt er. Na toll. Papier. Was? Wir haben kein Blaze Powder da. Verdammt. Wir haben auch kein Papier. Ja, ich weiß. Warum nicht? Bitte doch eins her. Jetzt ist die Leuchtkrone tot. Mit was denn? Haben wir keine... Im Moment. Olli? Wir haben keine Sugarcanes. Ja. Du warst längst bei Kau. Ich bin gerade beim Bewegen. Ich gucke. Claudi. Komm her, du blöde Kuh. Haben wir Blocks? Komm hierher. Ah, ich hänge fest. Ich muss gerade mal disconnecten. Aha. Also der Gefahr entrinnen durch Disconnect. Das ist nee, ich bin doch eh schon gestorben. Naja. Tut sich nur gerade nichts mehr. Die doofe Kuh hängt am. Komm, nimm doch rein. Hol dir doch ein Lasso. Ja, es. Ah, siehst du mal, ich bin schon nochmal gestorben. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich kann nicht fließen wollen. Bleib hier drin. Oh nein. Warum läuft die jetzt hier? Hallo, blöde Kuh. Was ist denn das für eine doofe Kuh? Die will jetzt zu mir. Die will zu mir. Nicht töten. Lock die hier rein. Wo ist denn hier rein? Da. Hier, da ist offen. Hier. Hier. Genau, komm zu mir. Okay, es ist zu. Außer die kann durch eins durchgehen. Nö. Nee. Vielen Dank für die Kooperation. Kooperation. So. Olli, das war nicht so gut. Papier kommt gerade ins System. Super, danke. Jetzt ist so. Die Kuh wieder alleine. Das war jetzt in der Mitte ein Diskplätter. Das kriegen wir hin. Also, OpenOS. Brauchen wir erstmal eine Floppy Disk. Und mit dieser Floppy Disk und dem Manual, das wir schon kennen, das. Dachte ich, in meinem System wäre. Okay. Habe ich das irgendwie da reingelegt? Nein. Wo ist mein Manual? Da. Mal ein Blaze Powder herstellen. Book. Wahrscheinlich hat es der Daniel auch. Was habe ich wieder? Der Daniel hat es gegessen. Ich habe nichts mehr. Ich kann dir ein bisschen Rotten Flash geben oder sonst. Ah, das geht tatsächlich drauf. Okay. Du warst es doch nicht. Haben wir eine OpenOS Floppy Disk. So, die können wir jetzt hier zu dem Ding geben. Und hier sieht man jetzt die Sachen, die wir ihm eingebaut haben. Das ist einmal das Disk Drive und dann eben diese Upgrade Cards. Können wir hier reinlegen und dann das Ganze mal anschalten.
Und wir sehen was. Mit anderen Worten, es hat funktioniert. Und wir können auch tippen. Mit anderen Worten, wir haben das Keyboard nicht vergessen. So, das Erste, was wir machen wollen, ist installieren. Wir haben nur eine Festplatte. Das heißt, wir installieren erstmal auf der Festplatte. Da ein bisschen. Dauert ein bisschen länger. So. Set as boot device. Yes. Weil im Chat gerade wieder alternative Möglichkeiten zum Platzieren der Blöcke vorgeschlagen wurden. Ja, wir wollen das jetzt so machen, eigentlich. Es regnet. Ja, wie gesagt, es gibt sicher 15 verschiedene Möglichkeiten. Schmeiß mal den. Schon gemacht. Und das mit der Formation Plane zum Platzieren ist wiederum das Problem, dass der Wither explodiert. Mit anderen Worten, die Formation Plane geht kaputt. So. Das ist nicht gut. Was man jetzt machen kann, ist den Roboter sich bewegen. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Genau. Und der Roboter hat ein paar Funktionen. Zum Beispiel robot.move. Ich weiß gar nicht, ob es so geht. Nein. Robot.move. Gott. Forward? Obsidian kann man nochmal hochdrehen. So lange ist es her, dass ich den das letzte Mal benutzt habe. Das ist fast schlimm. Ja, das ist eine Katastrophe. Wenn man da mal 4 Wochen nicht damit gearbeitet hat, das ist... Redstone. Haben wir so viel Redstone gerade verbraucht? Naja, gut. Kommt rein. Komm, machen wir schneller. Es sind noch bloß 2039 hier. Schneller! So. Das Manual ist für Leute, die, wie ich, gerne vergessen, was man machen kann, auch ganz praktisch. Hier sind nämlich erstens alle Sachen, die es gibt, aufgelistet. Und zum Zweiten stehen auch so ein paar Sachen drin. Nicht immer findet man alle Sachen. In dem Fall gerne auch das selber mal erweitern, wenn ihr Ahnung habt. Ich bin gerade, so baue ich ihn zusammen. Kann ich ganz kurz? Ja, Mr. Woodstock, wofür Bedrock-Blocks? Bitte im Chat schreiben. Danke. Er hat gesagt, ich soll Bedrock-Blocks machen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil du es kannst. Vielleicht. Ja, das ist eine Möglichkeit. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber auch eine Frage bei uns aus dem Chat. Kann man Roboter umbenennen? Das weiß ich gar nicht. Kann man die umbenennen? Ja, kann man. Ja. Kannst du ganz normal im Anvil machen. Und kann jemand von uns Russisch? Ich kann das leider nicht lesen, was Aidara Utsab Utkbaev geschrieben hat. Tut mir leid. Kann ich nicht lesen. Da steht großartiger Kanal, bitte mehr davon. Okay, damit kann ich leben. weiß ich natürlich nicht, ne? Und den Google Translator, den möchte ich das jetzt hier. Wobei, ich könnte jetzt nicht mal Google Translator hier. Für den Reaktor. Nee, ich hab das schon vorbereitet. Wir haben doch hier irgendwo einen Google Translator. Sag mal. Google Translate. Jetzt bin ich bin. Geben bin Sie den Text ein. Was mit robot.forward. Okay. Genau. Also was auch toll ist, wenn man Probleme hat, ist die OC-Doc. Ich link das Ganze mal hier. Sieht man natürlich jetzt gut. Also ocdoc.sil.ly. Da ist eigentlich alles verlinkt, was irgendwie... irgendwo im Programm enthalten ist, und da bin ich jetzt auf Robot gegangen, und da gibt es dann eine, die API wird beschrieben. Drum zum Beispiel, dass ich wirklich eingeben müsste, jetzt bin ich gespannt, wahrscheinlich habe ich Move überall reingeschrieben, oder? Ja, es ist einfach nur robot.forward, ne? Und der Roboter bewegt sich ein Schritt vorwärts. Jojo macht, dass Maschinen sich bewegen können. Ich weiß nur noch einen Schritt bis zur Weltherrschaft. Ich glaube, es gibt tatsächlich kein Robot.backward. Robot.back? Dachte ich, war das. Back? Mhm. Ja, gibt's tatsächlich. Okay. Na, siehst du. Ich habe doch noch nicht alles vergessen. Dann, wir können ihn auch drehen lassen mit Robot.turnLeft. Mhm. Da hat er sich jetzt nach links gedreht. Und mit Robot Turn Right. Oh,
Entschuldigung, wir waren zu spät dran, ich habe es nicht eingestellt. Mach die Boxen auf. Jawohl, die Nachbarn wollen auch was davon haben. Soll ich es nochmal anhalten? Nein, lass laufen. Kann man falsch verstehen, vergiss es. Ja. Aber Daniel, du verstehst jetzt, warum ich das Ding so gerne anmache, oder? Gar nicht. Nein. Total doofes Ding. Lass es mir Nacht werden, lass es mir Nacht werden. Das ist auch eine tolle Idee. Wenn nichts passieren sollte, dann lassen wir das die ganze... Es ist vielleicht besser, dass man es tagsüber nicht laufen lassen sollte, warum auch immer, sonst wäre das die ganze Zeit an. Möglich, ja. Wäre auch halt abstrakt. Genau. Also die Annihilation Plane sieht witzig aus in dem Ressourcenpack. Muss ich sagen, gefällt mir gut. Sieht aus wie so ein... na, sag's mir, wie heißt denn wieder? Förderband. Ja. So, also Bewegung haben wir jetzt also rausgefunden, wie geht. Hoch, runter geht analog. Robot, mach ich mal vielleicht noch. Robot.up. Das ist kein Up. Geht da hoch. Und Robot.down. Geht da runter. So, mit anderen Worten, das ist eigentlich, wie wir den Roboter bewegen werden. Hoch, runter, links, rechts, vorne, zurück. Gut. Jetzt wollen wir aber, dass er Sachen platziert. Dafür werden wir machen, dass er was im Inventar hat. Und wenn wir jetzt, wenn er was platzieren soll, braucht das erstmal ausgewählt. Dementsprechend können wir sagen, robot.select, also nimm dir das Ding und wir wollen das Nullte, glaube ich zumindest, außer, nee, wir wollen das Erste. Wir sind in Lua. In Lua geht das Ganze bei 1 los. Also das ist 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wenn wir das jetzt machen, dann, Schmarrn, hat er das ausgewählt. So rum. Weil es ausgewählt war. Nimm was ich meinte zwei. Ist 2, dann würde jetzt hier das hier auswählen. Genau. Genau. Bist du... Und, was man noch dazu sagen kann, ja. Ich darf mal ganz kurz hier... Ja, klar, gerne. Wir nehmen mal wieder Select 1. Ja. So. Was nämlich auch ganz schön ist, wenn man nämlich Robot. Tippt und dann kann man nämlich hier durchblättern, was der alles kann mit der Tab-Taste. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man sich gerade nicht sicher ist, wie heißt denn dieser verdammte Befehl wieder, nicht? Der Jojo sucht nämlich momentan den Befehl. Da war er. Genau. Ich war nämlich gerade irritiert. Ich dachte, er braucht das Ding da unten, aber das stimmt gar nicht, weil da unten braucht er nur die Tools. Richtig. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, wie er die Tools auswählen kann. Da gab es, glaube ich, ganz hinten mit Tool noch was. Man kann das auch noch voll anders machen, indem man hier einfach dann den ersten Buchstaben reinschreibt. Tank Count, Tank Level, Tank Space, Transfer Fluid, Turn Left, Turn Right. Ich dachte, es wäre Tool, aber war das vielleicht Use? Use. Ja, das klingt gut. Hat irgendwas gemacht, aber was wissen wir natürlich nicht, ne? Er müsste natürlich noch irgendwas in der Hand haben wahrscheinlich, dass er irgendwas machen könnte. Ja. Gut, er kann nichts verwenden. Ja, klar. Er hat nichts da, ne? So, auf jeden Fall können wir jetzt diesen Dirt-Block, den er gerade hat, können wir sagen Place. Und dann setzt den einfach vor sich hin. Das ist aber Soul Sand. Es ist immer noch ein Block. Ja, aber du hast Dirt gesagt. Habe ich? Entschuldigung. Ja, ich meinte Block. Ich finde es interessant, wie schnell ich... Ah, ich bin nicht geflogen, deswegen. So, wenn wir jetzt so Sachen wie Fackeln zum Beispiel haben wollen, gäbe es als Alternative Place Down, Place Up, Place... gibt es nicht noch Right und Left? Ich dachte, es gäbe auch noch... Nein, gibt es nicht. Er kann nur vor, über und unter. Genau. Er macht ja Sinn, er kann sich ja drehen. Also... Trotzdem kann man eben sagen, soll er die Fackel sozusagen, also mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier mal schnell Dirt hinsetze, hierhin, und ihm jetzt eine Fackel gebe, die ich natürlich nicht, mach mal einen Hebel, Hebel funktioniert auch. Also erstmal Select 2, um den auszuwählen. Und wenn ich jetzt sage Robot.place, dann platziert er ihn direkt an dem Dirt-Block, weil er eben versucht, das Ding
sozusagen nach hinten zu platzieren, standardmäßig. Ah, da sind jetzt Fackeln reingewandert. Die habe ich gerade reingepackt. Achtung, Regen ist gleich weg. So, dann wählen wir mal die aus. Und wenn wir jetzt sagen, place down. Von dem Effekt her, das sieht so aus, als würde jeden einzelnen Regentropfen abschießen. Ja, so ähnlich sieht es aus. Dann bin ich blöd, weil das macht er natürlich unter sich. Genau. Anderen Worten, wenn wir das Ganze jetzt ausführen, platziert das unter sich. Mit anderen Worten, man muss ein bisschen aufpassen, wo man was platziert. Zum Beispiel, wenn man Wither-Schädel platzieren will. Ist aber kein Problem, du kannst die Wither-Schädel, wenn ich das richtig weiß, direkt hinten an die Wand klatschen und dann funktioniert es trotzdem. Das probieren wir einfach mal direkt aus. Genau. Also, wäre auch so mein Ding. Robot.select 2 und dann Robot.place. Und er würde sich zusammenbauen. Er würde sich zusammen. Okay, ja, dann, dann gehen wir mal davon aus, dass wir das so machen werden. Gut. Wieso habe ich den jetzt aufgenommen? Egal. Weil. Hättest du den? Nee, ich habe keinen Magneten an, nein? Ist mir vollkommen wurscht. Da hat jemand Magneten. Nee, ich habe nicht genügend. Okay, Daniel. Ist ja, nicht ich habe ihn. Ich habe ihn natürlich mal wieder. Pack's mal in die Ender Chest. Okay. So. Was er natürlich auch noch machen soll. Abhauen, der, wenn der Robot Wither ist steht. Tatsächlich keine Ender Chest. Ah, Moment, da waren noch welche drin. Haha, okay. Das war ich. Okay. Wir wollen natürlich auch noch Sachen rausnehmen aus der Ender Chest, weil wir wollen ja, dass genügend Sachen da sind und sonst was. Dementsprechend wollen wir ihn jetzt mal drehen. Robot. Turn left. Und jetzt schaut er das Ding hier an. So, und jetzt wollen wir, dass der Robot sich drei Sachen rausnimmt. Und das Ganze können wir mit dem Befehl Sack 3 machen. Und wir sehen, in dem Slot, der ausgewählt war, hat er jetzt sich drei Wither-Schädel geholt. Wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, sag, wie viele sind noch drin? Es waren vorher 63. Wenn wir einfach mal sagen, hol dir einen Stack raus. Dann sagt er True. Sehr gut. Warum sagt er True? Du solltest nicht True. Du musst vorher abprüfen, wie viel tatsächlich in dem Slot noch frei ist. Das checkt er irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Danke! Okay. Aufwachen! Mhm. Ah, if at least one, okay. Nee, also er hat schon recht. Wenn er mindestens einen Teil holt, dann ist es für ihn okay, aber du weißt tatsächlich danach nicht, wie viele dann in dem Zielslot drin sind. Und das müsstest du abfragen. Gut, weißt du gerade auswendig, wie ich das machen kann? Mir fehlt gerade der Befehl. Lassen wir nochmal mal gucken hier. Robot. Nee, compare ist was anders. Count! Ha! Warte, ich tippe. Da muss noch ein Is gleich davor setzen, damit er das Ganze ausprintet. Mach du, du darfst. Gut, ich tippe. Is gleich. Aha. Und es kommt raus 63. Mit anderen Worten, wir können, wenn ich das Ganze jetzt hier nochmal rausnehme und hier einfach nur zwei reinlege, können wir sagen, okay, Robot.sack 3. Und dann können wir sagen Robot.count und können überprüfen, hat er diese 3 sich auch geholt. Und solange das nicht der Fall ist, macht der Roboter nicht weiter. Mit anderen Worten, er versucht nicht einen siamesischen Wither zu bauen, der nur zwei Schippen, wie auch immer. Egal. Klang jetzt alles sehr komisch. Na, okay.
Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie wir das Ganze überprüfen können. Und auf der anderen Seite eben mit Soul Sand können wir immer, wie viel sind es? 4 rausholen. Mit anderen Worten, wir können jetzt hier nochmal die fehlende Zahl oder werden die fehlende Zahl überprüfen. Das heißt, wir werden hier nur noch Sack 1 machen, damit es halt genau 3 sind. Und dann den Robot fröhlich mal turn left. Und das Ganze nochmal. Und dann ist das Soul Sand schon drin. Ja. Dann werden wir fröhlich machen. Werden wir fröhlich machen. Select 1. Ja. Außer, dass ich eine Klammer zu viel habe. Und dann Sack 4. Mit anderen Worten, 4 Items. Und wir haben hier die 4 Soul Sand tatsächlich geholt. Werden das aber überprüfen müssen mit einem Count, sehen 4 passt und dann loslegen. So, das ist im Prinzip dieses Refill. Bestücken. Genau. Auch immer, ja. So, dementsprechend werden wir das jetzt mal anfangen. Edit Wither Farm. Lua. Ganz kurz zwischendrin, wir haben hier eine Frage aus dem Chat für euch. Es ist, glaube ich, eher als Schatzfrage gemeint. Wie viele Jet-Turbinen braucht man, um einen Hosenkorbler zu töten? Pff, gar keine. Gar keine, die töten sich selbst. Richtig, das wäre jetzt auch meine Antwort dazu gewesen. Ach ja. So. Und sie sind einfallslos. Also die Bude bei euch sah nicht schön aus. Robot.turn. Right. So, also angenommen, der Roboter kommt von getaner Arbeit zurück. Er wird dann hier landen. Hat nichts im Inventar. Edit. Wie habe ich das Ding genannt? Ist überhaupt was drin? Ich habe es nicht gespeichert. Nein. Schreibt man mit TH, ich weiß es nie, ja. Witherfarm.lua. So. Nochmal ganz kurz die Boxen vorwärmen, denn es geht los in 5, 4, 3, 2,